Hallo hier bei Justins Wetter zu dieser ganz, ganz kurzen Wettervorhersage. Hier in diesem Video schauen wir mal ein bisschen genauer jetzt auf das Wetter in den kommenden Tagen und vor allem am kommenden Montag. Dort wird uns nämlich nach jetzigem Stand ein sehr, sehr schweres Sturmtief erreichen mit Orkanböen. Schauen wir dann jetzt mal auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und zunächst sehen wir mal eine sehr, sehr dicht gedrängte Isobarendränge. Und diese dicht gedrängte Isobarendrängung, ja, deutet ja auf ein sehr, sehr schweres Sturmtief hin. Und dann hätten wir dann doch verbreitete Temperaturen in 1500 Metern Höhe zwischen 5 und örtlich 6 bis 7 Grad in 1500 Metern Höhe. Und dann hätten wir dann am Montag dieses ja, schwere Sturmtief und Orkantief, das dann von der Nordseeküste nach NRW reinziehen wird, nach Niedersachsen reinziehen wird und nach Schleswig-Holstein reinziehen wird. In diesem Sturmtief gibt es nach jetzigem Stand am EIKE-Modell Böen von deutlich über 100 km/h und dieses Sturmtief verlagert sich dann weiter Richtung Osten, erreicht dann auch Hamburg und Bremen, überquert dann Hamburg und Bremen und zieht weiter dann Richtung Mecklenburg-Vorpommern, teilweise auch bis nach Brandenburg. Hier auch weiter mit Böen von deutlich über 100 km/h nach jetzigem Stand. Dazu werden wir nach diesem Modell auch noch relativ viel Regen bekommen oder eine sehr, sehr kräftige Regenfront, die dann vom Westen aufziehen wird, mit teilweise auch mal sehr, sehr kräftigen Regenfällen. Örtlich kann ich hier und da auch mal nicht ein ganz, ganz kurzes Gewitter ausschließen, denn in diesem Streifen herrscht doch eine sehr, sehr hohe Sturm- und teilweise auch Gewittergefahr. Und schauen wir uns jetzt als nächstes noch das GFS-Modell an. Und dieses Modell berechnet auch über der Nordsee ein sehr, sehr schweres Sturmtief in Deutschland oder im gesamten Nordwesten verbreitet Sturmböen zwischen 75 und 95 km/h und direkt in NRW und im Niedersachsen hätten wir auch Böen teilweise von über 100 km/h. Dieses Sturmtief verlagert sich nach dem GFS-Modell auch weiter Richtung Osten, wird dann weiteren relativ starken Wind bringen auf der Nord- und Ostsee mit Böen von teilweise bis zu 130 km/h, die hier aktuell berechnet werden. Also dieses Sturmtief ist doch nicht ohne. Und dann nach dem GFS-Modell würde dieses Sturmtief sich langsam abschwächen, aber wir hätten immer noch teilweise sehr, sehr schwere Sturmböen auf der Nordsee von teilweise über 110 km/h, die hier berechnet werden. Und die eine oder andere Orkanböe ist dann auch noch natürlich mit drin. Schauen wir auch hier jetzt noch auf das GFS-Modell, auf das Wetter, was uns da erwarten wird. Denn ja, dieses Modell berechnet auch diese kräftige Regenfront, die von Westen aufziehen wird und das Ganze weiterhin hier gut zu sehen mit einer sehr, sehr dicht gedrängten Isobarendrängung und auch in diesem Streifen nach dem GFS-Modell einzelne Gewitter nicht auszuschließen. Denn in dieser Front sind auch einzelne Gewitter möglich und der Höhenwind kann doch durchaus mit herabgemischt werden. Schauen wir uns die Niederschlagsmengen hier jetzt mal vom EIKE-Modell an und dieses Modell berechnet dann doch verbreitet zwischen 5 und 25 Liter pro Quadratmeter im Schwarzwald und direkt an den Alpen sind auch örtlich mal bis zu 30, 40 Liter pro Quadratmeter möglich. Richtung ja, Südbrandenburg auch deutlich weniger. Und nach dem GFS-Modell, vor allem von Berlin nach Bremen, relativ wenig Niederschlag zwischen 1 und 5 Liter pro Quadratmeter, sonst in der gesamten Süd- und Westhälfte zwischen 10 und 30, örtlich einmal 40 Liter pro Quadratmeter. Wenn wir dann bis zum Ende des Vorhersagezeitraums jetzt nach dem GFS-Modell mit den Niederschlägen schauen, sehen wir dann doch verbreitet zwischen 10 und 40 Liter pro Quadratmeter, direkt an den Alpen örtlich einmal über 50 Liter pro Quadratmeter durchaus mit drin, die hier aktuell berechnet werden. Also es weist doch sehr, sehr viel auf eine sehr, sehr nasse Zeit jetzt hin. Schauen wir dann jetzt noch auf die Ensembles. Für die Temperaturen in 2 Metern Höhe hier erstmal für Krefeld im Westen. Und dann sehen wir doch hier deutlich ansteigende Temperaturen mit Temperaturen, die durchaus 14, 15 Grad erreichen können. Und danach geht es hier bergab auf Werte zwischen 0 und 5 Grad. Der Kontrolllauf in hier im dicken Blau, der geht doch auch noch deutlich weiter runter, rechnet dann wieder Dauerfrost. Und dazu haben wir immer wieder ein paar Niederschlagssignale. Schauen wir uns jetzt noch die Sturmsignale an. Und da sehen wir dann noch gut hier vom Westen Windstufe 13 hier gut zu erkennen. Mit diesen beiden Ausreißern, mit diesem Sturm, durchaus auch sehr wahrscheinlich, dass ein Sturm auf uns warten wird. Und hier sieht man dann, wenn wir weiter Richtung Ende des Vorhersagezeitraums schauen, kaum noch große, ja, Windentwicklung nach jetzigem Stand sichtbar.
Schauen wir uns das Ganze auch noch jetzt im Osten an. Und im Osten haben wir ein ähnliches Spiel. Auch hier aufsteigende Temperaturen, aber nicht so stark aufsteigende Temperaturen. Durchaus mal Temperaturen bis zu 10 Grad möglich. Und danach geht es hier wieder deutlich bergab mit Temperaturen auf Temperaturen von um die 0 Grad. Und dazu haben wir jetzt hier vor allem am Ende des Vorhersagezeitraums den dicken grünen Kontrolllauf, der hier auch weit nach unten ausbüxt mit Temperaturen in 2 Metern Höhe von teilweise minus 6 bis minus 10 Grad. Dazu haben wir immer wieder ein paar Niederschlagsgenelle. Auch hier jetzt die Windsignale, gut zu erkennen, dass wir auch hier diese beiden Ausreißer haben und danach bleibt es doch relativ ruhig, aber immer noch relativ windig, mit immer wieder ein paar Ausreißern, die dann doch deutlich nach oben bei den Windspitzen gehen wollen. Und mit diesen beiden Ausreißern hier deutlich zu erkennen, Windstufe 13 durchaus möglich nach jetzigem Stand. Ja, das weist doch auf eine sehr, sehr spannende Zeit jetzt hin. Nicht in Sachen Schnee, der war ja jetzt. Also wir kommen jetzt direkt von Sturm in Schnee. Und da kommt dann, wie gesagt, jetzt einiges auf uns zu in Sachen Regen und auch Sturm. Also, wir sehen uns in der nächsten Wettervorhersage wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao. Ciao.